Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind gerade dabei, dieses schöne Gefährt hier zu laden und dann, also zu laden batterietechnisch oder wie auch immer, und dann nochmal zu beladen mit dem Marker und dann hauen wir ab. Das ist zumindest der Plan. Schauen wir mal, ob das auch nur ansatzweise so funktioniert. Denn das wird es nicht. Achso, warte mal, warum ist denn das jetzt weg? Muss ich das doch, muss ich das doch erstmal so lassen, wahrscheinlich einmal. Ja. Das sieht so aus. Muss ich wahrscheinlich irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge machen. Oh. Ah, ich muss hier was rausfahren. Also ich muss da was raufstellen. Und dann muss ich da rüberfahren. Okay, cool. Aha. Wahrscheinlich von hier hinten. Ja, ja, ich sehe schon. Okay, cool. Geil. Oh ja. Oh ja, oh ja. Da ist er, der Marker. Eine Powernode. Oh shit. Ah! Die werde ich brauchen hier irgendwo. Weiß noch nicht genau wo. Bisher läuft mir das auch alles viel zu glatt. Aha. Was? Hat gleich beide gebumst. Ist ja richtig geil. Haha! Ah, ich liebe diese Explosivdinger, die sind so gut. Nimm das gleich mal mit hier. So. Warum fährt denn der nicht weiter rauf? Soll ich den jetzt irgendwie anschieben? Soll ich hier nochmal drücken? Nö. Hä? Ah, okay, das war verbuggt. Ja, irgendwie ist das verbuggt, ne? Die gucken in die falsche Richtung. Und dann drückst du rauf und dann gucken sie eigentlich in die gleiche Richtung. Ist ein bisschen komisch, ja? Ist ein bisschen buggy irgendwie. Aber den habe ich ja schon gedreht. Der müsste jetzt korrekt sein. Get the fuck off me. Ja, aua. Macht mittlerweile richtig, richtig gut Damage, der Plasma-Cutter, ne? Kann man nicht anders sagen. Sind noch aktiviert. Ich muss die Schwerkraft wieder herstellen, bevor wir ihn verladen können. Schnell, bitte. Bitte.
Muss ich nicht hier unten auch nochmal umstellen? Irgendwas? Ladekappe oder so. Ah, I don't know. Mach's einfach mal provisorisch. Schwerelosigkeit deaktiviert. Er ist an Bord. Kommen Sie schnell! Öffnen Sie die Luke für ihn. Ja, nice. No way! Nicole, Alter! Nein! Mega, warte! Wir wollten doch zusammengehen! Ach, Amelia, okay, ist gar nicht Nicole gewesen. Ich dachte, Nicole ist damit an Bord. Sorry, Isaac. Ich konnte ihm den Marker nicht anvertrauen. Ach, die Alte ist das. Wofür mich meine Abteilung hergeschickt hat. Auch wenn mich die Verlor nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Wer bist du? Ich arbeite für Earthgov. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem. Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst Kain hat es nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Aegis 7. Das Resultat ist bekannt. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch... Doch dann sah ich, was ich sah. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat Earthgov dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Er muss zerstört werden. Und übrigens, wir waren ein tolles Team. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist ein verdammt guter Ingenieur. Dein Experiment wird uns alle umbringen! Daniels! Ey, dumme Foot, ey. No way! Das war alles umsonst! Ja, aber wirklich. No fucking way! Wie wir hier einfach alleine stehen jetzt. Isaac, komm, hier ist Nicole. Ah, Nicole. Wo bist du? Im Flugsteuerungsraum. Bitte komm sofort zu mir her. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. Oh. Nice. Let's go. Oh. Warte mal. Laufe ich schon wieder hier komplett falsch?
Also langsam. Ja. Muss hier durch. Warum bin ich nur so verwirrt? Registriert. Schon wieder, das ist schon wieder falsch. Mein Gott. Ah. Also doch Flugdeck. Ach so, und dann hier. Ah, okay. Ja, gut. Okay, hier hoch. Okay, ah, jetzt ist die Tür da auf. Okay, okay, okay. Hier war dicht, deswegen bin ich gar nicht jetzt auf die Idee gekommen, hier überhaupt. Aber gut, die Tür ist jetzt auf, ja. Die war vorher zu. Hat sie jetzt natürlich geöffnet. Ja, ja, so viele Notfälle hier, alles Notfälle, ne? Alles Notfälle. Oh. Was hat das hier zu bedeuten nochmal? Das heißt doch auch, heißt das nicht irgendwas, wenn das Zeichen da ist? Ah. Oder heißt das nichts? Aber dem geht's ja auch gut, den Kollegen hier. Dem hat's ein bisschen die Rübe weggesprengt, wa? Ja, gut. Da bin ich mal gespannt, was Nicole für einen Plan hat. Warum stehst du da in T-Pose? Aha, okay. Hat mir gerade Angst gemacht. Gott sei Dank bist du hier. Das Schiff bricht auseinander. Ich habe alles gesehen. Deine Ermittlungen. Wasser. Was mit uns passiert ist. Wir müssen nicht darüber reden. Es tut mir alles so leid. Ich wollte, dass du das weißt. Ist schon okay, Isaac. Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Ja gut, aber... Es gibt noch Hoffnung. Du kannst das Shuttle zurückrufen und es von hier fernsteuern. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Aegis 7 zurück. Ich will's nur wieder in Ordnung bringen. Das schaffen wir zusammen. Ah, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ist das real gerade? Rückruf des Shuttles USG-09. Vorbereitung zum ferngesteuerten Andocken läuft. Verdammt, Isaac, du weißt nicht, was du tust. Ich weiß, dass ich jetzt das Richtige tue. Scheiße! Rettungskapsel von Shuttle USG-09. Du Miststück. Hab ich dich. Verdammt. Wir haben sie verloren. Das spielt keine Rolle. Sie kann dem Schicksal nicht entgehen. Wer kann das schon? Programmiere das Shuttle mit der Flugroute nach Aegis 7, dann komme ich an Bord. Ich bezweifle irgendwie, dass du an Bord kommst. Lass mich nicht warten. Niemals wieder. Ja. Wird bestimmt irgendwas passieren. Ich programmiere das Shuttle, du gehst schon mal an Bord, ich komme nach. Ja. Wir kennen den Quatsch. Ach, das ist so ein Heini.
geht denn hier ab? Alter. Au. Die wird nicht mitkommen. Oh, was? Kein Zurück mehr. Du bist im Begriff, die Ishimura zu verlassen und kannst nicht mehr zurückkehren. Alle aktiven Nebenmissionen werden abgebrochen. Okay, das ist cool irgendwie gerade. Das ist sehr cool. So habe ich mir den Abschied von Ishimura nicht vorgestellt. Es geht mir gut. Hast du Angst, Isaac? Nein. Mit dir kann ich alles schaffen. Sagte Earthgov habe den Marker gebaut. Ein Experiment, das sie vor hunderten von Jahren abgebrochen hätten. Wenn man nicht bereit ist, muss ein Wunder so schrecklich wie ein Albtraum sein. Der Planet ist rastlos, hungrig. Er frisst uns bei lebendigem Leib. Aber wir haben den Marker. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Siehst du? Sie ist nämlich gar nicht da. Erfolg freigeschaltet, Verrat. Kapitel 11, offene Wege. Kapitel 12, Todraum. Oder zu Englisch, Dead Space. Ja, das letzte Kapitel ist der Spätze. Alter, sieht das geil aus hier. Oh mein Gott, Aegis 7. Alter, binne Junge. Ist das geil. Alter, what the... What the fuck? Dude, I'm not sure if she's with us. Alter, das sieht... Oh mein Gott. Holy fuck, bro. Jesus Christ. Okay, das sieht unfassbar geil aus. Alter. Ohohoho, Digga. Alter Schwede, krasser Scheiß. Okay, we need a battery. Ist bestimmt hier. Nee, war das ein Weg?
den ganzen Quatsch hier nicht wegnehmen? Echt nicht? Du Scheiße. Wir stellen den Marker auf seinen Sockel zurück. Die Frachtschiene führt direkt zur Abbaustelle. Es wird funktionieren. Das Kollektiv wird sich fügen. Wir werden wieder vollkommen. Okay, wenn das so runterfällt, dann will ich nicht hier sein. What the hell? Los, wir müssen uns beeilen. Ja, ja. Hör auf, dir einen zu schnappen hier. Gott. Gefällt mir alles gar nicht, Alter. Es macht mir voll die Angst, was hier gerade alles so abgeht. Oh, wurde der hier aufgestapelt. Alter, wurde der aufgestapelt. Guck mal, das Bein. Das Bein ist halb abgefleischt, Alter. Oh. Junge, Junge, Junge. Jo, und die wurden ja einfach aufgespießt. Alter. Das ist nicht lustig, Leute. Hier spricht Sergeant Bram Newman, Sicherheitsdienst. Evakuierungsbericht. Wir haben das Shuttle verloren. Es hob ab und stürzte dann direkt wieder in die Bucht. Hat eine ganze Menge Leute mitgenommen. 100 sind bestimmt tot. Die restlichen Shuttles haben wir auch verloren. Möge Gott uns helfen. Wir kommen hier nicht raus. Wenn jemand das hört, nicht landen. Ich wiederhole, nicht auf Aegis 7 landen. Scheiß auf die Ishimura. Die haben uns hier verrecken lassen. Oh shit. Es hebt ab. Nichts hält es am Boden. Bergen sie die Opfer des Massenselbstmordes am Union Square von Aegis 7. Die Leichname werden mit Sicherheitsbegleitung in das Leichenschauhaus der USG Ishimura gebracht. Benachrichtigen sie bei Ankunft Doktor. Wofür steht G? Weiß ich gar nicht. G. Domus oder sowas? Und Dr. T. Kein? Keine Ahnung, wofür steht das? General? Dr. General oder sowas? Und Dr. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Kommentare. Gabe, ja, ich weiß, es ist ein Leichentransport, aber ich denke, das hier wird dir gefallen. Ich habe gehört, dass ein Kumpel von dir auf Aegis 7 ist und wahrscheinlich reicht die Zeit für ein Treffen. Erschreck den Neuling nicht. Mal kurz gucken, Alter. Ich habe zwei noch, glaube ich, ne? Bier habe ich schon wieder eingesammelt. Alter, wollen wir das Impulsgewehr ein bisschen tuni-muni machen? Was haben wir denn hier eigentlich? Feuerrate wird erhöht. Kapazität, ja, ja. Flammenwerfer vielleicht ein bisschen. Vielleicht mal hier so und da so. Vielleicht eine Strahlenkanone. Tempo, ne? Ja. Ja. Nee.
Können wir dann am Anzug eigentlich machen? Luft, ja. Hm. Stase. Dauer. Energie. TP. Plasmakarte haben wir voll. Ah, vielleicht das Impulsgewehr. Nehmen wir dann da mit. Kapazität. Normal einfach. Ah, irgendwie soweit. Okay. Gehen wir nochmal einkaufen? Ja, wir gehen nochmal einkaufen. Munition würde ich sagen, oder? Für den Cutter. Ja, können wir noch was verkaufen? Ui, 30.000. Alter, what? Jo. Ich würde sagen, dann nehmen wir Cutter. Ich glaube, da kaufen wir uns komplett voll mit Cutter. Oder machen 50-50 vielleicht. Was wäre denn 50-50? 25 so, ne? Sind 50, ja. Ja. Inventar voll, scheiße. Wie können wir denn mitnehmen? 5? Inventar voll, scheiße. Gut, eins kann ich ja verwenden. Nee. Ach, Mann. Nein, jetzt habe ich zweimal gedrückt. Das wollte ich nicht. Verdammte Scheiße. Oh, no way. Ah, habe ich mich verklickt? So eine Scheiße. Ah, so eine Scheiße, Leute. Naja, müssen wir hier nochmal einen mitnehmen. So. Gut. Ja, egal. Habe ich mich bei einem Medfick. Ich wollte gerade Medfick sein. Ich bin bei dem Medkit verklickt. Naja, egal. Komm, so, wir speichern einmal ab. Oh, no. Who are you, my little friend? Oh. Sie sind eine Kotze. Haben dir deine Eltern denn nichts beigebracht? Das ist nicht nett. Also wirklich. Auf fremden Planeten fremde Menschen ankotzen mit fremder Kotze ist fremd. Schämen. Ja. Ist scheiße, würde ich sagen. So, ja gut, dann. Machen wir mal, whatever nötig ist. Fahr mal rein hier, das Ding. Das kleine Artefakt hier. Klappe öffnen, jawohl. Ja, hier geht auch gleich wieder ab. Ich sehe das schon, du. Na gut, Leute, machen wir Schluss. Im nächsten Part geht's weiter mit der Spatze. Also wieder einschalten, bis dahin. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.